Ja, heute bauen wir mal ein paar Türmchen, alte Türmchen. Und nicht ganz so alte Türmchen. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal zu einer neuen Mottenkiste von ganz alten Burgen. Genau, letzte Mottenkiste ist ja etwas her, im November war es, habe ich mal nachgeguckt. Ah, welches Jahr? Ja, nein, schon letztes Jahr. Ja, okay, ja, gut. Aber es ist jetzt 6 Monate ins Land gegangen. Ja, aber man muss sich ja auch vorbereiten dann. Man muss sich ja vorbereiten. Der Georg hat 6 Monate lang intensiv Torres gespielt. Ich glaube, jede Woche 2, 3 Partien. Ja, oder? Genau, ganz genau. Mit verschiedenen Spielegruppen und so weiter. Ja, ja, natürlich, natürlich. Genau. Torres. Das ist ja auch ein Wunschvideo von der Lydia, die das sehr gerne, die das schon des öfteren Mal auf irgendwelchen Spieleflohmärkten gesehen hat und wissen wollte, ist taucht das was für mich oder nicht? Und die Antwort kommt jetzt dann. Genau. Teuer Geld bezahlt für das Video. Teuer Geld. Ja, ganz viel teuer Geld. Ganz genau. Genau. Ja, welches packen wir aus dann? Welche Variante? Ach, ruhig die, die man auf dem Flohmarkt findet, oder? Ja, ganz genau. Ruhig die, die wir auf dem Flohmarkt finden. Ja, ihr habt gesehen, der Verlag hat sich geändert hier. FX war das vorher, das ist so ein Subverlag da von Ravensburg dann gewesen, von Ravensburg aufgekauft gewesen. Die haben das dann auch mal verlegt und dann gab es schließlich die neue Variante, gibt es dann von Hoch dabei. Hier gibt es ganz viele Karten. Ja, genau. Dann gibt es wirklich einen Riesenstapel Bogen. Richtig. Genau. Das lohnt sich nicht mehr. Und dann gibt es noch Spielfiguren. Genau, so kleine schöne Ritterchen gibt es da. Ja. Genau. Die sind nämlich in der Flohmarkt-Variante sind die noch aus Holz. In der Neuauflage sind die dann natürlich aus Plastik. Dafür allerdings haben die alle ein kleines Rittergesicht. Aber kann man sich dann überlegen, was man schöner findet. Das hier ist der irgendwie der König oder so, ne? Das ist der, genau, das ist der König, diese Königsfigur, die man dann auch setzen kann für, ja. Dafür kommen wir gleich noch was. Für irgendwas auch immer, genau, ganz genau. Oh, hier sind Punkte-10-Steine. Genau, das ist, haben wir jetzt noch gar nicht laut gesagt, das ist ein Kramer-Kiesling-Spiel. Das ist der beliebten Kooperation. Und hat von daher natürlich auch eine Kramer-Leiste, also eine Punktezählleiste. Die aber hier sehr lang ist, die geht bis 265, was ich für sehr viel halte. Was man aber auch ausnutzen muss. Ja. Also es ist leider so, dass man da über 200 schon kommt. Das ist, und das ist natürlich auch dann ein kleiner Kritikpunkt, dass man da so ein bisschen rechnen muss bei den Sachen. Aber und dann alle Burgen werten muss, die man dann hat auf dem Spielfeld, das ist dann natürlich schon ein bisschen schwierig. Ja, ich denke mal, für Leute, die schon mal Fantastische Reiche gespielt haben, ist das Philipp. Ja, genau. Aber Fantastische Reiche sagen andere Leute ja auch wieder, dass es nur mit der App geht. Dann, ja. Und hier wäre es natürlich auch schön, eine App fotografieren und dann zack, Punktestand. Ja. Wobei es gibt hierbei ja 3 Wertungen. Wir spielen das in 3 Runden. Das ist, nehmen wir mal an, sind zu 4 Spieler. Ja, Moment, langsam. Jetzt nicht direkt die Wertung. Schön. Was macht man denn überhaupt beim Spiel? Wir bauen Türmchen. Genau. Hier, wir bauen Türmchen, genau. Also jeder kriegt pro, wir spielen das Ganze in 3 Runden und jeder kriegt da in den 3 Runden immer an, wir sind zu 4 Spieler, kriegt für, da gibt es dann, ist man dann 4-mal am Zug und hat jeweils 2 Türmchen-Teile zur Verfügung in jedem Zug und kann Aktionspunkte setzen. Man kann mit Aktionspunkten, kann man machen, dass man entweder, das ist so, solche Teile hier setzt, ihr seht das hier am Anfang, das ist hier, das sieht man hier fast. Da sind nämlich Türmchen hier gesetzt. Die sind von Anfang an da, oder? Die sind von Anfang an da. Und das sind auch die einzigen Burgen, die es gibt. Mehr gibt es nicht an Burgen. Weil wenn wir dann mit unseren Aktionspunkten zum Beispiel so einen Teil, also wir haben jetzt nehmen wir mal an, wir sind jetzt in der ersten Phase und sind dann hier gerade in der ersten Runde und beginnen das Spiel. Wir müssen natürlich erstmal noch hier... Das ist das, diese Plömpel setzen, das sind die Ritter, einen darf jeder setzen am Anfang, dann. Das geht dann reihum, wird ausgesucht.
Und dann darf der jüngste Spieler, der anfängt, Startspieler, der darf auch diese Königsburg markieren. Nämlich dann, oder der, der als letztes, glaube ich, das wählt, der darf die dann auch markieren. Die Königsburg gibt hinterher extra Punkte, aber das ist dann, da steht dann einfach der König drauf und bei den anderen stehen dann einfach diese Figuren drauf. Das macht man dann einfach irgendwie. Da muss man natürlich gucken. Das ist eben das mit der Wertung vorhersehen ein bisschen, weil man, je größer die Burg bauen kann, desto mehr Punkte kann man auf dieser Burg bekommen. Aber andere Leute können auch auf deine Burg kommen. Das sei immer mal so dahergesagt. Also für meine 5 Aktionspunkte habe ich jetzt, also ich habe jetzt hier in meinem ersten Zug quasi diese 2 hier bereit. Man macht das sogar so, glaube ich, dass du hier auf deinen Teil hier irgendwo hin, auf eine von diesen Karten, diese, damit man einen Überblick hat, wie oft man noch an der Reihe ist, stellt man sich diese 4 Zweierpakete, wenn man 4-mal am Zug ist. Stellt man sich schon hin, damit vor sich her. Das ist in der ersten Runde, spielt man also 4, hat man also 4 Züge, bei der zweiten und dritten Runde hat man nur noch 3 Züge. Für meine Aktionspunkte kann ich also zum Beispiel 2 Dinge setzen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich setze hier, ich bin blau, nehmen wir mal an. Ich mache jetzt hier die Burg größer, ich hüpfe hier einen rauf, das ist der dritte Aktionspunkt. Und dann kann ich noch für 2 weitere Aktionspunkte, könnte ich noch eine Figur einbringen und setze die dann einfach zum Beispiel, ich muss die dann daneben setzen. Ich darf die daneben aber auch nur einsetzen, nur maximal einen Futzel höher. Aber ich darf nicht beliebig dann einfach hier auf dem großen Turm da draufsetzen. Also da dürftest du auch, oder was? Da dürfte ich auch hinsetzen, ja. Okay. Ich darf die nur hier in den 4 benachbarten Feldern einsetzen. Oder ich setze sie vielleicht nach dahin, damit ich dann hinterher diese Burg erobere. Das kann auch sein. So, mit diesen Figuren, wenn ich jetzt so gibt es natürlich ein paar Bauregeln mit diesen Plömpels hier, die darf ich immer nur, ich darf eine Burg nur so hoch bauen, wie sie auch breit ist, wie sie auch an Fläche hat. Ja, also deswegen durfte ich das hier also 2 bauen, weil das jetzt gerade eine 2er Fläche hat dabei. Ich darf, was darf ich noch alles machen? Also ich hätte jetzt meine 5 Aktionspunkte verbraucht zum Beispiel dabei. Ich glaube, Burgen dürfen nicht zusammenwachsen, oder? Genau, ich muss immer eine Burg erweitern. Ich darf nicht eine neue Burg kreieren. Die Burgen dürfen nicht einfach zusammengekatert werden. Also ich dürfte hier hinsetzen, aber nicht hier. Ja, weil das eine Burg dann zusammen, 2 Burgen zusammensetzen würde. Aber ich darf sie ansonsten beliebig da hinsetzen, auch mal beliebige andere Burgen. Und darum geht es dann auch. Also man muss dann auch seine Plömpels, seine Ritter auch an möglichst vielen verschiedenen Burgen instanzieren. Instanzieren? Oder wie da kommt auch immer. Der Programmierer durch. Ja, genau. Genau, und wenn wir das dann alle gemacht haben, unsere 5 Aktionspunkte, dann wird gewertet und dann wird alles gewertet. Dann wird zum Beispiel wird hier... Moment, nach jedem Zug wird gewertet? Nein, nach jeder Runde. Also wenn okay, wir dann 4 Züge... 4 Züge, ganz genau. Okay. Ja. Genau, 4x 5 Aktionspunkte. Also wenn wir dann irgendwas gebaut haben hier, dann wird gewertet und das ist dann das bisschen komplexere daran. Dann wird jede Burg durchgegangen. Genau, mach du auch mal ein paar Sachen da. Genau, oder hier noch, da noch und nehmen wir mal so an und haben den hier noch und den da drauf gestellt, genau. Man darf auch einen hochspringen in so einer Aktionspunkt, dann darf man auch einen Ritter versetzen. Und da kommen wir nachher auch noch zu so einem Clou. Man darf auch sich noch eine Aktionskarte ziehen, wo wir dann nachher dazukommen. Nochmal, was das bedeutet. So, was bedeutet das hier? Dieser hier ist auf einer Höhe von 1 sitzt er und die Burg ist 3 Felder groß. Das heißt, er kriegt erstmal, Schwarz kriegt 3 Punkte. Einmal 3 Punkte, genau. Blau kriegt hier 2x 2 Punkte, sind 4 Punkte. Blau kriegt hier einmal 4, genau. Grün auch einmal 4. Und hier, das bekommt 3x 2, 6 Punkte. Das Ding, ja. Genau, aber 4 und 4 sind schon 8. Ne? Und wenn du den jetzt hier zum Beispiel noch hier stehen hättest, da, so, das heißt dann hier, wir sind in der ersten Runde, die erste Wertung ist genommen. Der Königsbonus, das heißt, wir sind auf der ersten Ebene einer Königsburg. Der König ist egal, auf welcher Ebene er ist. Wir sind nach der ersten Runde in der ersten Ebene einer Königsburg, kriegen also 5 Punkte extra. Okay. Genau.
Also auch, und das wäre auch, wenn die Burg sozusagen so aussieht. Aber das heißt, wenn es andersrum wäre, würde ich den Bonus nicht kriegen. Nicht in der ersten Runde, aber in der zweiten Runde. Okay. Kriegen. In der zweiten Runde musst du auf der zweiten Ebene stehen, dafür kriegst du dann 10 Punkte. Und nach der bei der dritten Wertung, was auch dann die Schlusswertung ist, darfst du dann kriegst du 15 Punkte. Muss aber auf der dritten Ebene stehen von dieser Königsburg. So, das habe ich ja gerade schon gesagt. Der Spieler, der dann hinterher nach dieser Wertung als letzter ist, der versetzt dann den König, darf den irgendwo hinsetzen. Auf also der kann dann springen, der König. Der König kann dann springen, nach der Wertung kann der dann springen, genau. Okay. Und jetzt ist es dann, glaube ich, da ist ein kleiner Unterschied zwischen der neuen und der alten Auflage. Der Spieler, der als letztes ist Startspieler, glaube ich, wird als Startspieler gemacht. Und in den neuen Regeln heißt es ja bestimmt den Startspieler. Weil das nicht unbedingt ein Vorteil sein muss. Es ist kein Vorteil. Also wo wir es gespielt haben, war es definitiv kein Vorteil. Weil du dann gerade derjenige, der als letztes einen Zug machen kann, kann ja nochmal alles gut rumrechnen. Kurz vor der Wertung dann. Also das ist dann schon ein kritischer Punkt. Aber das heißt, das ist eigentlich sozusagen letzter zu sein, ist eigentlich ein Vorteil. Das hat sich zumindest da, wo wir es gespielt haben, angedeutet. Aber das weiß ich nicht genau, ob es dann so tatsächlich so ist. Aber der kann dann halt gucken, was haben die anderen gemacht und wie kann ich jetzt nochmal gucken, wo ich dann setze ich nochmal einen ein. Allerdings hat er sozusagen natürlich, kann er schon direkt schon eingeschränkt sein, weil die anderen schon irgendwelche Kram gebaut haben und er kann schon gar nicht mehr überall bauen und so. Also von daher ist es schon richtig. Auch ein Nachteil. Also es ist so, hat Vor- und Nachteile. Okay. Richtig, genau. Und dann gibt es nochmal einen anderen Punkt dabei, was auch sehr wichtig ist als Regel. Erstmal nehmen wir mal an, diese Burg ist so ein bisschen groß und jetzt bin ich als Orange dran und möchte eigentlich meine Figur vielleicht auf diese fette Burg kriegen dann dabei. Da könnte ich dann Folgendes machen, kann ich diesen Ding hier kreieren, also einbringen, so, und dann kann ich den mit einem Zug unter die komplette Burg durchziehen, irgendwo rausziehen, also weil ich dann, die ganze Ebene ist nur ein Zug, kann den hier herbringen, kann den hier rausbringen oder kann den hier rausbringen und dann kann ich den mit dem zweiten Zug, mit der zweiten Aktionspunkt gleich auf die Burg setzen. Okay, nochmal, aber das habe ich noch nicht ganz. Also das Einsetzen kostet mich zwei Aktionspunkte, genau. Und ich kann einsetzen nur neben einer Figur, die ich schon habe. Neben einer Figur, die du schon hast. Okay, das heißt, ich würde also 2, 3, 4, wenn das sozusagen. Ja, ganz okay. Genau. Ja, dann genau. Muss ich das richtig hin. In dem Fall könnte man natürlich auch hier, aber du kannst nicht hier drauf zum Beispiel dabei. Ne? Du könntest ja auch hier einsetzen, müsstest aber trotzdem einen ziehen und dann noch hier drauf. Ne? Genau. Zum Beispiel. Darfst mit dem immer nur eins hochklettern. Das ist das Wesentliche, aber dann gibt es so Aktionskarten. Man kann für Aktionspunkte auch, das ist das andere, man kann für Aktionspunkte, da gibt es hier so eine schöne Übersicht, was man da machen kann dabei. Ja, sehr gut. Aktionspunkte kann man auch sich eine Aktionskarte nehmen. Dazu mischt man diese, die haben dann alle die Farben von den Ritter, die mischt man alle und legt vor sich her. Das ist die eine Variante des Spiels und die andere Variante ist, man mischt einfach alle Karten und jeder zieht sich von dort. Das ist dann ein bisschen eine zufällige Variante, die in dem älteren Spiel also bevorzugt wurde. Die andere Variante wurde dann nur noch als Variante erklärt. Und bei dem neuen Spiel von Hoch ist es genau umgekehrt. Das ist nämlich diese hier. Ich nehme diese farbigen Karten und kann von meinen Aktionskarten ziehen. Und das Ausspielen der Aktionskarte kostet mich dann nichts. Und da ist jetzt hier zum Beispiel, da kannst du sowas ausspielen, dass man mehr Aktionspunkte hat in dieser Runde zum Beispiel. Na gut, damit habe ich ja quasi einen Aktionspunkt verschoben. Ne? Weil ich habe die Karte gekauft für einen und habe dann später einen mehr. Es gibt aber auch eine mit 7 dabei zum Beispiel, ne? Und da gibt es auch so andere Sachen. Sie können einen eigenen Ritter vom Spielplan zurücknehmen und auf ein anderes Feld gemäß der Einsetzungsregeln kostenlos wieder einsetzen. Also kann ich dann den brauche ich vielleicht nicht mehr, kann ich dann da wieder einsetzen, ohne dass ich was dafür zahle. Oder es gibt dann auch mal so eine schöne Karte, die dann natürlich auch sehr, sehr nett ist, vor allem wenn man dann ein bisschen weiter im Spiel ist, dass man einen Ritter beliebig durch eine Burg hopsen lassen kann dabei. Wäre das hier dabei und dann kann man einen Ritter. Ich auch nicht, oder? Doch, der kann dann, wenn er in der Burg ist, darf der irgendwo rauskommen. Also wenn ich dann hier, darf ich ihn hier einfach da hinsetzen zum Beispiel. Aber das ist nicht die Karte dann, weil da steht, dass man 2 hoch darf ausnahmsweise. Okay, 2 Ebenen hoch. Okay, das ist ausnahmsweise 2 Ebenen hoch. Das ist die, ja genau.
Ich darf in eine Burg reingehen und darf dann irgendwo rauskommen. Ja, man muss das immer der mal Tourist, genau. Der Tourist, der irgendwie unsere Tür reingeht und natürlich sofort auf den Turm klettert und oh, hallo. Ja, ja, genau, zack, zack, genau, ganz genau. Ja, Touristenkarte. Genau. Ja, interessant haben die, das ist zu einem Zeitpunkt entstanden in das Spiel, wo die noch Aktionskarten noch keine so Flavortext-mäßige hatten. Das hätte man machen können dann natürlich. Das ist klar, ja, genau. Das, dieser Kartenmechanismus erinnert mich ja sehr an. Wie heißt El Grande, wo es das ja auch richtig. Im Grundspiel gibt's, sind sozusagen die Karten alle zufällig und dann gibt es ja die Erweiterung, wo dann sozusagen auch jeder Spieler seinen eigenen Kartensatz hat. Genau. Wo der dann also eben, wodurch es natürlich taktischer wird. Ne? Das ist im Prinzip hier, bloß dass es hier schon sozusagen im Spiel schon drin ist, als dann als Variante. Ja. Genau. Und da gibt es dann noch eine zusätzliche Variante, da gibt es nämlich noch so Meisterkarten, die heißen dann auch diese Meisterkarten. Die kriegt dann, die, ich weiß nicht, wer die dann kriegt, wie man das dann macht. Aber wieder eine oder so? Ich glaube, dass, oder vielleicht wird das auch geteilt oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau. Und das ist dann, dann spielt man ohne diese Aktionskarten und dann kommen diese Meisterkarten. Dann kommen diese Meisterkarten ins Spiel. Das ist dann nochmal kontrollierter und strategischer dann. Also als wir es jedenfalls gespielt haben, sag ich mal, es hat schon auch Spaß gemacht dabei, so dieses Ding zu bauen, aber es ist eine hoffnungslose Rechnerei. Was machst du dann? Was tust du dann? Also wenn man das dann gerne mag, dieses Rummultiplizieren und dann da die Figuren dann bewegen, ist das überhaupt kein Thema. Ist auch ein bisschen, trainiert so ein bisschen das kleine und große 1x1, je nachdem, wo man da sitzt. Es hat dann so einen taktischen Flair, aber wir waren hinterher einfach alle irgendwo bei 220, 230 Punkten und dann, ja, okay, dann war das Spiel vorbei. Aber wir waren mit unterschiedlichen Taktiken auch relativ nah beieinander. Okay. Dieses Durchlaufen durch die Burg, das ist ja sozusagen auf allen Ebenen, ne? Also ja, ich denke, genau. Wenn ich denke, das bringt mir einen Vorteil, könnte ich sozusagen auch auf dieser Ebene da durchlaufen. Richtig, aber eben genau. Sozusagen, wenn ich die Ebene wechseln will, dann brauche ich diese Karte, die du... Richtig, da genau. Genau, entweder zwei hochspringen oder eben dann Ebene wechseln, dass ich irgendwo durch ein Tor, aber ich muss, glaube ich, durch ein Tor raus dann. Dürfte ich, wenn es jetzt so ist, dürfte ich dann, das wäre das eine Bewegung hier durchlaufen, nee, das wäre eine durchlaufen und dann eine hoch, ne? Ganz genau, ja. Mhm. Okay. Jetzt habe ich eine Frage, wie viele Punkte kriege ich für die Burg? 2, 4, 6, 7, so hoch dürfst du gar nicht bauen. Achso, ja. Nur 4 bauen. Ja, okay, dann genau. So. Also kriege ich jetzt 4x4 oder muss ich dafür da oben du stehen? Du stehst, genau, dafür musst du da oben stehen. Okay. Du musst auf der Ebene stehen. Du kriegst 2x4. Genau, das war genau meine Frage. Okay, ja, ich kriege nur 2x4. Es nützt mir also nichts. Also es würde mir in der Situation gar nichts nützen, da noch was draufzusetzen. Okay. Ja. Deswegen, was wir dann schon immer probiert haben, ist dann natürlich, du machst dann hier einen, setzt hier einen, gehst dann hier einen hoch, ja. Und dann versuchst du hier vielleicht noch zu bauen. Das kannst du auch machen dabei. Es gibt nämlich da, du hast eigentlich immer nur pro Zug hast du 2 von diesen Dingern hier, die da drauf sitzen. Das ist das hier. Du hast ja dann bei dieser Übersichtskarte, das ist ja drin, dass du dann immer nur 2 hast. Aber wenn du in einem Zug mal das nicht verwendest, nehmen wir an, du setzt da nur einen ein, dann darfst du dieses für einen nächsten Zug aufheben und da drauf setzen. Dann darfst du gleich im nächsten Zug 3 einsetzen. Und wenn du dann noch die Aktionskarte hast, mit den, dass du 7 Aktionspunkte hast und spielst das dann aus, das kann dann auch schon ein taktischer Vorteil sein. Und gerade dann kannst du sowas machen wie hier, setze ich dann mal dann wieder 2 ein drauf und gehe vielleicht dann noch einen hoch. Also gerade das ist natürlich ein Vorteil, wenn du sowas machst, so ein bisschen hochklettern gegenüber den anderen, weil die anderen kommen ganz sicher auch auf deine Burg dann. Aber man kann das auch einfach als Familienspiel zum Spaß haben, wenn die Kinder Türmchen bauen wollen, dann funktioniert das auch. Muss man mit denen rechnen lernen dann nur. Mhm. Und dann geht's auch. Ja, man kann da sicherlich eine App auch für entwickeln. Ja, das denke ich auch. Das ist so einfache Mustererkennung, das ist relativ simpel zu machen natürlich, ganz einfach. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Eine Herausforderung dabei. Für unsere Zuschauer. Genau, ganz ich genau. Ich habe Lust, eine App dafür zu entwickeln. Natürlich eine App, die dann das Alte und das Neue kann. Das genau, oder zumindest schreibt dieses, ist das neue Spiel, das möchte ich nicht. Genau. Oder wie auch immer, ja. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja auch mal gespielt, das ist aber viele, viele, viele Jahre her. Also da war ich ein junger Spund, da war ich bestimmt Startspieler, weil ich der Jüngste war. Mhm. Ich weiß, dass es mir damals nicht gefallen hat, weil mein Bruder mich total abgezockt hat, weil der konnte das nämlich schon und der kannte so die Tricks in dem Spiel mit den Karten und so weiter. Der hat das total gewonnen, da erinnere ich mich noch. Deswegen hatte ich das irgendwie als blöd abgestempelt, wie man das so macht, wenn man noch jünger ist. Ja. Ich finde es jetzt aber eigentlich, dachte ich so, ach, das ist schon irgendwie interessant. Also man hat so den,
so, eben das Material ist total simpel, ne? Es hat irgendwie diese Dinger und, ja, und Figuren, ja, und los geht's. Und man hat aber irgendwie schon den Eindruck, dass man viele Möglichkeiten hat, also mit den Karten, also dass man schon definitiv sehr viel zu überlegen gibt bei dem Spiel. Das finde ich schon eigentlich gerade interessant, also ich hätte richtig mal Lust, das wieder zu spielen, aber du fandest es eher trocken, habe ich so verstanden. Ich fand das ein bisschen trocken dabei, muss ich sagen, aber es ist halt einfach, weil wir in eine Runde gespielt haben, so mit Familienspielern sonst, und das ist dann, die haben sich schon sehr, sehr schwer getan, dann einfach zu, aber die wollten das dann natürlich auch durchsteigen und sowas, und das ist dann ein bisschen schwierig dann. Wenn du es so in der Erstpartie dann so einfach nicht mal, hier musst du vielleicht ein bisschen erstmal runterspielen, damit du weißt, wo der Hase hinläuft, wo das, gerade das mit dem Versetzen des Königs ist ja dann derjenige, der dann tatsächlich letzter ist bei der Wertung. Das ist nämlich auch noch sowas, auf der Karma-Leiste geht man immer so viele Punkte vor, man überholt dann auch dann quasi. Ne? Also wenn jetzt der hier einen Punkt vorgeht, dann geht er hier hin. Ja? Okay. Also das ist dann, wenn auf dem Zielfeld da schon einer steht, dann geht er nach vorne. Deswegen muss man auch die Wertungsreihenfolge ein bisschen beachten und sowas. Und das ist ein bisschen, ja, sehr interessant. Achso, hat aber den Effekt, dass es immer einen eindeutigen Sieger gibt. Es kann kein Gewinner. Richtig, geben. Genau. Deswegen gibt es auch immer einen, der eindeutig hinten ist und auch nach einer Wertung. Und der kann dann, darf dann diesen König versetzen und den Startspieler bestimmen. Und dann versucht er dann natürlich so hinzusetzen auf eine vielleicht seiner Burgen, wo er nur drauf ist und so. Hm. Ja. Der König kann ja auch irgendwo, den König also auch da einspringen. Ja, ja, natürlich. Der kann irgendwo hin. Und die Ebene des Königs ist komplett uninteressant. Das ist nur die Ebene, genau, der Figur dann. Wo man selber ist, wenn der König. Okay. Genau. Und wenn irgendjemand große Burgen zu bauen, dann muss man immer dahin. Das ist ganz klar, weil die Punkte, die kriegt man dann sonst nicht wieder. Dann hat man schnell seine Figürchen drin eingesetzt und auch auf die Burgen verteilt. Und dann bei uns war es dann auch so, dass dann sich Burgen dann schon, wo keiner drauf gegangen ist, die sind dann halt einfach auch klein geblieben. Und wenn man dann über Exo baut und also das hier dann hier mit einnimmt, dann wird die Burg auch nicht größer. Und dann würde man auch nur einen Punkt kriegen. Gut, das ist dann mehr ein Hindernis auf dem Spielplan eigentlich. Richtig, genau. Was ja aber auch ein interessanter Mechanismus ist, so dieses eben, es darf nicht. Genau. Und das eine, jetzt, sag ich mal, und auch hier unten drunter hermarschieren und sowas dann unter den Dingern hermarschieren oder durch die ganz kompletten Ebenen hier durchmarschieren, das deuten ja diese Tore an, dass man das kann. Das ist natürlich auch ein toller, schöner Mechanismus dann dabei. Es ist dann auch tatsächlich, man darf auch beliebig viele Ebenen runterfallen. Also ich darf mit einem Schritt dann auch hier einfach hier plömm und dann bin ich unten dann. Das geht schon. Aus dem Fenster springen geht immer. Okay. Also ja, so mit einem Wingsuit hat wohl jeder Ritter gehabt, ne? Unter seinem Kettenhemd dann. Ja. Ist ja eigentlich, wenn man das so macht, ja, aus drei Stockwerken so ein Ritter da runterfallen lässt, ich glaube, der ist dann einfach richtig im Boden drin fest. Das ist der Burggraben, der fällt nur ins Wasser. Ja. Wasser ist ja ganz weich, das kennt man ja. Ja, genau. Aus beliebiger Höhe reinfallen. Genau. Ich neulich erst wieder bei James Bond gesehen, das macht gar nichts. Ja, genau. Ja, gibt es noch was zu... Also es gibt eben noch eine Meistervariante, die erklären wir jetzt nicht, aber vielleicht sollten wir noch einmal die neue Variante zeigen von dem Spiel. Einfach, ja, sich das Material. Habe ich schon was zu den Kramer und zu den beiden gesagt, zu meinen Autoren? Die haben sich nämlich interessanterweise, als sie das Spiel entwickelt haben, haben die das auch nie zusammen gespielt. Also bis das dann rauskam. Die haben sich... Grundsätzlich kennen sie sich da schon länger über, glaube ich, Michael Kiesling hat er auch einen Verlag gegründet, den er aber nach zwei Monaten wieder eingestellt hat. Oh. Die 1+1 Spiele oder was hieß das? Ja. Das heißt, die haben das irgendwie remote? Die haben das remote gemacht und zwar völlig Corona-konform. Das sind natürlich ganz andere Chips hier, ne? Ja, wahrscheinlich dann noch zur Zeit der spanischen Gruppe oder so. Ne? Darf ich es ausmachen? Oder ja, du darfst es gerne aufmachen. Nein, passt alles schon. Genau, also die sind etwas... Das Plastik ist etwas dünner geworden, interessanterweise. Aber sie sind natürlich etwas, wenn die mal so nebeneinander hält, sind etwas schöner ausgeformt. Also die haben jetzt richtige Zinnen, die anderen haben das etwas einfacher, aber die sind sonst, das muss man wirklich sagen, sehr ähnlich geblieben. Ja. Die
Tore sind jetzt im anderen Baustil. Das ist hier das bisschen Spitzbogen, ja. Das ist so gotisch, glaube ich. Ne? Und das ist jetzt Rundbogen. Ja. Was ist das dann? Frühgotisch, keine Ahnung. romantisch. Das wüsste mein Bruder jetzt, der wüsste das dann auch wieder, welcher Baustil. Oder meine Eltern. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das mal sagen dabei. Ich jetzt meine Eltern, die sehen das Video, die sind dann entsetzt, dass ich das nicht weiß. Die haben mich immer in Kirchen geschleppt früher. Ja, genau. Das sind hier die. Guck mal hier, das ist so übersetzte. Genau, und hier sind die Spielfiguren. Eben, die sind jetzt aus Plastik, was mir natürlich schon erstmal weniger gefällt. Aber dafür sind es nicht einfach nur so runde, sondern die haben, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt, haben halt eben so ein Schwert und Schild und wirklich so ein Gesicht gekriegt. Und auch der König ist jetzt eben, weil der ist irgendwie hässlich, finde ich. Ja. Also der ist nicht schön, aber der hat da, zumindest hat er auch irgendwie ein Gesicht und eine Krone auf. Das, die Figuren sind also etwas feiner modelliert, aber dafür aus Plastik. Ja. Und diese Karten sind jetzt mehr. Nur einfach ein bisschen mehr nur also international quasi, nur als Icons dargestellt, was die einzelnen Teile machen dürfen. Okay. Dann, ne, dass man auch so einen Ritter mal einfach quer versetzen kann. Ja, genau. Ist aber alles im Wesentlichen, ist, die Karten sind schon die gleichen. Das ist hier 6 Aktionspunkte hat man da als blauer und so weiter. Ja. Die Kramerleiste hat jetzt nur 100 Punkte und dafür gibt es aber so Chips dann, die man da 100 Punkte hat. Genau, so wie bei Carcassonne, ne, dass man so immer, wenn man einmal rum ist, kriegt man einen zusätzlichen Chip. Genau. Eigentlich ist das Gleiche schon möglich. Ja, aber ich verstehe nicht, warum das plötzlich so ein halb gedrehtes Spielfeld ist. Ja. Also bei so einem Spiel, was ja irgendwie schon sehr, so ein Ordnungsspiel ist, irgendwie finde ich das. Ja. Soll das wohl irgendwie auflockern, ne? Aber ja. Einfach mehr im Mittelalter, da war alles so schief ist Englisch, Englisch ist modern. Ne? Ja. Ja, was bei dem auch schon anfällt, eigentlich ist das Spielfeld quadratisch, ne? Und aus irgendeinem Grund ist der Spielplan aber rechteckig, deswegen ist viel Platz. Und das haben sie bei dem beibehalten, damit es mir nicht so auffällt, haben sie das gedreht. Genau. Und noch ein paar Meter reingemacht dann, genau. Ja, genau. Also ich habe gehört, bei der neuen Variante gibt es eine Riegelbesonderheit. Ja, da gibt es eine unterschiedliche Interpretation, sage ich mal. Also nehmen wir mal an, ich habe hier für meine, in der dritten Runde habe ich hier diese drei Bauklötzchen da, oder in der zweiten Runde habe ich diese drei Bauklötzchen, in der dritten Runde spielt es dann keine Rolle mehr. Und ich entscheide mich dafür, irgendwie dieses Ding hier nicht zu bauen. Dann kann ich ja, habe ich ja vorher schon gesagt, dann kann ich diese beiden Teile hier verteilen auf die nächsten Züge. Darf aber nicht mehr als drei haben. Also wenn ich diese hier mich nicht entscheide, dann fallen die halt raus. Dann. Und in der älteren, wenn ich dann also das letzte Mal am Zug bin in der Runde, habe ich ja natürlich auch meine zur Verfügung. Und wenn ich die dann nicht baue, sagt die alte Regel, dass die dann tatsächlich, die ich nicht baue, in den Vorrat zurückgehen. Bei der neuen Regel darf ich die für die nächste Runde aufheben. Oh, ja, ganz andere taktische Möglichkeiten. Absolut. Ja, aber gut, aber interessant, nochmal zurückzukommen, interessant finde ich eigentlich die Sache, kannst du dir vorstellen, mit jemandem ein Spiel zu entwickeln, den du gar nicht siehst? Schwierig, also, ja. Also die haben ja schon Spiele gemacht, auch vor 1997, also nach 1995, wo dann der Verlag kaputt gegangen ist. Danach haben sie dann eigentlich, Herr Kiesling sich schon mit Herrn Kramer zusammengetan und verschiedene Sachen dann gemacht. Der 13. Holzwurm und den ganzen Krempel und was es da alles gab an so kleineren Spielen. Dann die Sachen. Die sind auch von denen zusammen entstanden und dabei haben sie sich gar nicht gesehen. Also die haben sich das erste Mal 1997 gesehen, auf das Spiel getroffen. Also, und haben nie auch miteinander Kaffee getrunken, auch nicht miteinander gespielt. Die haben dann gespielt, als 1999 das Ding rausgekommen ist, haben sie auf der Spiel 99 sich zusammengesetzt und haben einmal miteinander gespielt. Und dann gemerkt, ist ja blöd, ist ja langweilig. Wirklich zeitenweise Faxe geschickt und telefoniert und sehr interessant. Faxe. Naja. Ja, Faxe, E-Mails und ja. Ja, wobei ich gerade dachte, vielleicht hat das auch tatsächlich den Vorteil, dass sozusagen jeder seine eigene Ideen, seine eigene Interpretation vom Spiel hat und daran sozusagen auch nicht gestört wird, dass man sozusagen nicht sich zusammen irgendwie in eine Ecke verrennt, sondern irgendwie jeder arbeitet für sich unabhängig und man kommt vielleicht auch noch wieder auf andere Ideen. Das ist
Absolut, das haben sie auch, das haben sie auch gesagt. Und dann, das haben sie selber in Interviews so bestätigt und haben auch gesagt, dass sie dann, sie haben komplett disjunkte Spielergruppen, Testspieler quasi, und haben dann natürlich, können daraus mehr ziehen. Ja. Das ist dann auch noch wichtig. Aber trotzdem würde man sich denken, dass man sich ab und zu mal trifft, wenn man zusammenarbeitet. Ne? Das ist irgendwie so gar nicht, ist schon. Absolut, absolut. Ja. Mir ist noch eine Regelfrage eingefallen. Ja. Wenn ich das so stehen habe aus irgendeinem Grund, ja, werte ich jeden Ritter? Nein, ich werte jede Burg wertest du einmal. Also jeder Spieler, jede Burg einmal für jede, sich, wo er drauf ist. Ganz genau. Und da auch nur der höchste Ritter. Ja. Mhm. Ja gut, sonst gäbe es ja keinen mehr. Okay, nee, das war mir gerade noch so, ob das einen Vorteil hat. Oder? Ja. Ja. Gut. Ja. Ja, ich denke, dann sind wir mit dem Spiel soweit durch. Ja. Jetzt die Frage war, gab es noch irgendwelche speziellen Fragen, was du in dem Video beantworten solltest? Immerhin war das ja bestellt. Ja, jetzt eigentlich nicht. Die Lydia wollte sich eine Kaufentscheidung dann daraus machen. Ich kann dir natürlich die Kaufentscheidung da nicht abnehmen dabei, aber aus den Sachen, wie jetzt die Wertung läuft und wie jetzt das Spiel läuft an sich, da könntest du dir vielleicht ein eigenes Meinungsbild machen. Und das ist eigentlich das Ziel dabei, dass man das sich in einige, also selbst eine Meinung macht. Falls du noch ein Let's Play haben willst, dann werden wir es natürlich auch noch drehen. Ne? Genau, die Kontoverbindung hast du ja noch. Ne? Ja, ja, wie, genau. Wie könnte man das beschreiben? Das ist so eine Mischung aus Monopoly und Fantastische Reiche. Ne? Ja. Passt das nicht? Nein, wüsstest du irgendwie ein Spiel, wo du sagst, na, das geht irgendwie in die gleiche Richtung, also so meinetwegen vom Abstraktionsgrad her, weil es ist ja schon eher ein abstraktes Spiel. Ja. Ja, wüsste ich jetzt eigentlich nicht, weiß ich nicht. Nö. Hat so Elemente natürlich von den, ja, ich habe so ein bisschen an Acquire gedacht, gerade an dem Hinsetzen von den Sachen, aber das, Acquire ist natürlich nicht hochstapelnder, ne? Ist natürlich nur zweidimensional. Genau, Acquire musste ich auch kurz dran denken, das hat irgendwie, sieht man da Parallelen? Mhm. Ja, und ich sehe so ein ganz bisschen Parallelen irgendwie zu El Grande. Ja. Also von den Karten her, aber auch irgendwie so ein bisschen vom Spielgefühl, weil letztlich ist es ja auch so ein bisschen so ein, auf eine Art ein Mehrheitenspiel. Ne? Es ist funktioniert anders, aber es ist irgendwo, ja, vielleicht ist es auch thematisch, dass es mich irgendwie daran erinnert mit dieser Königsfigur, was dann der Grande und so. Also das erinnert mich so ein bisschen dran. Aber das ist natürlich etwas, wenn du sowas hast zum Schluss in der letzten Runde, das ist natürlich geil dabei, weil dann kriegst du da hier diese 4x4, 16 Siegpunkte für die Burg. Und dann kriegst du, weil du den Ritter auf der dritten Ebene hast, nochmal die 15 Siegpunkte dafür. Das sind schon so Spezialitäten. Ja, genau. Das ist dann natürlich schön. Das ist mir gerade noch so eingefallen. Aber deswegen auch die Königswertung und sowas, das ist auch El Grande-mäßig dann. Ne? Ja. Das hört sich auch danach an. Und es ist ja auch in einer ähnlichen Zeit entstanden, sag ich mal. Mhm. Scheint so das spanische Thema, der Turmbau da schon prägnant gewesen zu sein. Ist das Torres ist Spanisch für Turm, genau. Jo. Vielleicht war Turm aber einfach nur ein zu langweiliger Titel. Ja, ja, Turmbau. Turm. Ja, der Turmbau zu Babel, ja, genau. Gut, dann, Georg, vielen Dank, dass du mir das Spiel erklärt hast. Oder wieder erklärt hast. Wie gesagt, ich hab's ja vor langer Zeit mal gespielt. Gerne, gerne, immer wieder. Und ja, wir können das ja auch nochmal spielen. Dann Ich würde es mir, glaube ich, gerne ausleihen, das einfach meiner Familie mal zeigen, was sie davon hält. Genau, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da, falls noch nicht geschehen, lasst Kommentare da. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Torres? Oder gibt es noch neue Vorschläge für die Mottenkiste von eurer Seite? Oder wollt ihr ein Let's Play sehen? Alles dürft ihr hier kommentieren. Hm. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht jetzt im halben Jahr. Genau. Genau. Und tschüss. Tschüss.